Es gibt einige Menschen, die träumen vom Leben als Selbstversorger, wollen mehrere Hektar Land zum Beispiel haben, einen eigenen Landsitz aufbauen, das Leben im Einklang bzw. auch in Harmonie mit der Natur, so ähnlich wie es zum Beispiel in Anastasia-Büchern beschrieben wird. Klingt alles sehr gut, nur vergessen da sehr viele einige wesentliche Punkte und die möchte ich euch in diesem Video etwas näher bringen. Aufgrund der aktuellen Situation, die sich ja die letzten zwei Jahre zugespitzt habe, ich glaube, das Thema muss ich nicht extra ansprechen, haben jetzt viele Menschen den Entschluss getroffen, ein Selbstversorgerleben zu starten, beziehungsweise auch in vielen verschiedenen Ländern auszuwandern, also so gesehen aus Deutschland raus, zum Beispiel in Ländern wie Ungarn, Schweden, Spanien, Portugal, Italien oder rüber nach Amerika, kenne ich einige Menschen. Doch viele sind da auch meines Erachtens ziemlich naiv und vergessen auch da wesentliche Punkte. Viele nehmen ja die Anastasia-Bücher sozusagen als Grundlage und wollen dann mindestens ein Hektar Land haben. Und da, denke ich mal, unterschätzen schon viele, wie groß eigentlich so eine Fläche ist. Das ist schon vielleicht ein bisschen größer als ein Fußballfeld. Ist einiges zum Bewirtschaften. Und ich bin ja schon, habe ungefähr 1500 bis 2000 Quadratmeter und bin auch ziemlich gut ausgelassen. Also es gibt zum Beispiel Tage im Sommer, zum Beispiel in der Hochsaison, da bin ich nur beschäftigt. Da kann es auch schon mal sein, dass ich da 10 bis 12 Stunden am Garten dran bin. Natürlich auch mit dem ganzen Alltag, den ich auch mit noch zusätzlich habe, zum Beispiel mit den YouTube-Videos schneiden und so. Und das wird halt alles sehr unterschätzt, zumal ich diesen Stundenaufwand trotzdem habe, obwohl ich jetzt schon 5 Jahre Erfahrung mitgebracht habe und mir sehr vieles aneignen konnte. Also ich weiß jetzt ungefähr, wann man was aussehen kann. Fruchtfolge, versetzte Ernte, Gießzeitpunkte oder überhaupt Gießen. Meinen Boden habe ich auch schon ziemlich gut aufgebaut. Also ich fange da nicht von null an. Das heißt, die Pflanzen können da auch gut wachsen und so weiter und so fort. Ich weiß, wie man Kompost aufbaut, Pflanzenkohle herstellt, Bokashi herstellt. Also diese ganzen Basics, sage ich mal, die habe ich jetzt schon für mich angeeignet und die wende ich halt auch an. Und da ist halt bei den vielen der Punkt dann, dass ich auch welche kenne, die fangen dann einfach drauf an loszulegen, haben keine Vorkenntnisse, sind sozusagen blutige Anfänger und wollen dann gleich mit einem Hektar anfangen. Und das wird dann den meisten über den Kopf steigen, vor allem wenn dann die Leute dann auch meinen, sie müssten den ganzen Hektar komplett mit Beete zuklatschen und ihn irgendwie bewirtschaftbar zu machen. Es reicht nicht nur, sich ein paar YouTube-Videos anzuschauen und sich vielleicht ein oder zwei Bücher zur Selbstversorgung oder zur Permakultur durchzulesen. Es fehlt dann einfach an der praktischen Erfahrung. Also besonders in den Anfangsjahren ist es halt wichtig, irgendwie einen Rhythmus reinzubekommen und sich auch an die Arbeit zu gewöhnen. Wann ziehe ich denn was vor? Dann das Verhalten im Gießen, wie sammle ich Wasser zum Beispiel auch im Sommer, wie kann ich das sichern, mulchen, Boden aufbauen und wie koordiniere ich denn auch alles Mögliche. Und das kommt halt nach meiner Erfahrung alles mit der Zeit, je mehr man halt ausprobiert und testet. Und da ist schon mal das Problem, wenn man eine große Fläche von Anfang an hat dann, und die auch bewirtschaftbar machen möchte, dann muss man auch erstmal schauen, wo bekomme ich mein ganzes Mulchmaterial her. Das heißt, ich muss mich mit den Leuten auseinandersetzen, brauche vielleicht eventuell auch Kommunikationsfähigkeiten und eine gewisse Art, vielleicht auch Grundkenntnisse von Psychologie werden hier auch vom Vorteil, um halt die Leute in seiner Umgebung auch zu überzeugen, zu begeistern, dass sie einen zum Beispiel unterstützen und dass man zum Beispiel Mulchmaterial an die Fläche bekommt. Wenn man zum Beispiel Holzhäcksler hat, wie mache ich die jetzt zum Beispiel kleiner, wenn ich keinen Häcksler habe, damit ich halt hier zum Beispiel was aufbauen kann. Dann Totholzhecken natürlich auch, also Lebensräume für Insekten und andere Lebewesen aufbauen, damit man halt zum Beispiel keine Plagen hat, wie zum Beispiel Schnecken, Läuse oder sowas, die dann zum Beispiel deine ganzen Kulturpflanzen zerstören könnten. Und da ist auch jetzt zum Beispiel ein wichtiger Punkt, was mit den Plagen auf sich hat, wenn ihr zum Beispiel viele Beete habt und eine richtig große Fläche habt und ihr seid einfach überfordert und dann habt ihr wahrscheinlich dann noch irgendwo Bäume gepflanzt und ihr wisst einfach nicht, wohin ihr als erstes schauen könnt und dann verliert ihr einfach die Übersicht. Und dann kann es halt zum Beispiel sein, wenn ihr am Waldrand oder im Waldgebiet seid, dass zum Beispiel Hasen eure Bäume abnagen können, Wühlmäuse die Wurzeln von euren Bäumen kaputt machen.
Rehe kommen können, Wildschweine, eure Beete vielleicht an und die Pflanzen damit auffressen und ihr merkt es vielleicht am Anfang noch gar nicht, sondern erst ein paar Tage später, weil das Beet ziemlich weit hinten auf eurem Hektar zum Beispiel ist und ihr seht es halt einfach nicht. Andere Sachen sind zum Beispiel Kartoffelkäfer, Blattläuse, die sind ja richtig klein. Also das heißt, das sollte man schon jeden Tag seine Pflanzen genau anschauen, wie geht es ihnen. Wenn man das zum Beispiel nicht macht, dann hat man das gleiche Problem wie in der konventionellen Landwirtschaft zum Beispiel, dass man den Schaden dann erst vom Balken zum Beispiel sieht, wenn es eigentlich zu spät sind, sich die Tiere richtig stark vermehrt haben und ihr dadurch ein richtig großes Problem dann habt. Und dann kann es halt dann letztlich dazu kommen, ihr habt zwar eine große Fläche, könnt viel ernten, theoretisch gesehen, aber durch die Natur, die halt ein Gleichgewicht schaffen möchte und da die Tiere kommen, und da das Ungleichgewicht besteht, kann es dann, dass ihr einen Totalausfall habt, trotzdem, dass ihr sehr viel da an Arbeit und Herzblut mit reingebuttert habt. Jetzt nochmal kurz das, was ich angesprochen habe, sich mit den Nachbarn und dann mit der Gemeinde zum Beispiel vor Ort auseinandersetzen, um halt dieses Mulchmaterial zu bekommen, weil der Boden ist natürlich das A und O, damit eure Pflanzen gut wachsen können. Und ich habe von jemandem, mit dem ich gesprochen habe, der zum Beispiel aus Ungarn kommt, und die haben halt zum Beispiel sehr sandige oder lehmige Böden zum Teil und sehr trockene Sommer. Das heißt, man muss halt irgendwo das Mulchmaterial herbekommen. Und da muss man dann einfach schauen, wenn die Gemeinde, die Stadt oder irgendwie sowas, die Gemeindemitarbeiter, wie zum Beispiel hier in Deutschland, die man ja Holzhäcksel, Gras schnitt, die Nachbarn zum Beispiel, dass man sich das irgendwie organisiert, dass man die Leute überzeugt, hey, bringst es zu mir her, ich könnte es gut gebrauchen, damit man denen halt auch einen Anreiz bietet, dass sie das Zeug zu einem herfahren und da auch wieder Kommunikationsfähigkeit ist auch wieder das A und O und schaut, dass ihr auch den Leuten vor Ort irgendwie Nutzen dazu bringen könnt, damit die auch sehen, dass es sich lohnt, zum Beispiel das ganze Material zu euch zu fahren, statt irgendwo verbrennen oder sonst irgendwas. Zumal es auch sehr lange dauert, den Boden auch richtig gut aufzubereiten. Also wenn man viel Mulchmaterial hat und eine etwas kleinere Fläche, würde ich so sagen, 3 bis 5 Jahre, hat man schon eine ziemlich gute Humusschicht. Aber in der Regel, bis man zum Beispiel eine gute Terra-Preta-Erde hat, die halt auch gut im Boden integriert sind, würde ich dann so an die 10 Jahre ansetzen. Also das heißt, es ist da nicht irgendwas Kurzfristiges, sondern etwas Langfristiges, um sich ja halt dann auch gute und starke Pflanzen zu haben, um sich da auch vollständig selbst versorgen zu können und da auch Langzeitkulturen wie Bäume, die wachsen ja auch nicht von ein paar Jahren, dass sie dann richtig viele Erträge geben, dauert auch wieder 5 bis 7 Jahre oder sowas, bis das mal große Bäume werden und die auch richtig gut Ertrag mitgeben können. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung. Und zwar habe ich 2 neue Kurse veröffentlicht. Eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlagen in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Tiere ansiedeln für euer Gleichgewicht. Das heißt, baut Steinhaufen auf, baut Totholzhecken auf, Nistkästen, wie gesagt, Bäume, dann Hecken, Sträucher. Teiche anlegen, das dauert natürlich auch wieder alles seine Zeit, aber es ist natürlich auch dementsprechend wieder notwendig, damit ihr natürliches Gleichgewicht wieder schaffen könnt, damit sich viele verschiedene Tiere sich bei euch wohlfühlen können. Da zum Beispiel mit Wildblumenwiesen auch Nahrung wie für Insekten auch vorhanden sind, damit ihr dann zum Beispiel nicht so eine Plage von Kohlweißling habt, von Blattläusen, von der Möhrenfliege oder was weiß ich auch, was da auf euch zukommen könnte. Es ist ja Kann ja jedes Jahr ist immer wieder was Neues, kann ja immer wieder irgendwas Interessantes auch passieren und das sollte man auch mit berücksichtigen, zumal die Tiere sich ja auch nicht von, wenn ich den Steinhaufen dahingestellt habe, dass die sich da irgendein Tier in 3 Monaten kommt, das kann auch mehrere Jahre dauern. Das heißt, man stellt halt diese Angebote zur Verfügung und es dauert dann eine gewisse Zeit, bis diese Tiere dann bei euch angesiedelt werden, beziehungsweise auch von alleine kommen. Dann natürlich auch ein wichtiges Thema für sehr viele ist natürlich die eigene Stromversorgung bzw. auch die eigene Wasserversorgung. Also habe ich ein Grundstück, wo zum Beispiel eine Quelle in der Nähe ist, wo ich zum Beispiel Wasser entnehmen kann. Habe ich zum Beispiel einen Fluss oder sowas in der Nähe oder einen See oder einen Bach oder sowas, wo ich vielleicht Wasser für meine Beete nutzen kann oder für meine Pflanzen. Bei der Stromversorgung genauso. Baue ich Solaranlagen, baue ich mir einen Stromgenerator oder ähnliches, habe ich da auch die nötigen Kompetenzen auch mit dafür oder muss ich mir auch da jemanden wieder was mit organisieren? So was sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wenn man auswandern möchte, ein eigenes Grundstück haben möchte, beziehungsweise auch ein Selbstversorger sein möchte und da auch wieder
wenn ich dann zum Beispiel ein Haus draufsteht auf dem Grundstück, in welchem Zustand ist dieses Haus? Muss ich da auch erstmal was renovieren, restaurieren oder ähnliches? Das nimmt natürlich auch wieder Zeit in Anspruch und man sollte es auch nicht unterschätzen. So ein Selbstversorgerleben ist natürlich auch ein Fulltime-Job. Unterschätzen sehr viele. Das ist dann nicht so wie bei den meisten hier in Deutschland, die dann meinen, ich kann 8 Stunden am Tag zu meiner Arbeit gehen, Geld verdienen und dann 2 Stunden nach der Arbeit oder 3 Stunden im Sommer dann ein bisschen im Garten rummachen. Das ist dann wirklich ein Fulltime-Job. Vor allem, wenn dann Tiere noch mit im Spiel sind und man die Tiere natürlich auch morgens und abends füttern muss, rausgehen lassen muss. Ja. Und die auch mit pflegen bzw. auch schützen muss. Da ist schon wieder ein Punkt, weil viele vielleicht auch Tiere haben möchten, wie Schweine, Kühe, Enten oder ähnliches. Dann natürlich auch schauen mit der Stromversorgung, mit dem Haus. Vielleicht auch noch behördliche Sachen, wenn man auswandert, muss man vielleicht auch noch mal etwas klären. Wie schaut es mit den finanziellen Situationen aus? Also aus meiner Erfahrung und wenn man sich auch ein paar Dokumentationen von Landwirten schaut, so viel als Gärtner, sage ich mal, verdient man nicht. Und vor allem, wenn man noch am Anfang ist, kann man vielleicht noch nicht ganz so viel Geld machen von seinem Garten. Also da bleibt vielleicht sowas übrig, wie zum Beispiel Kurse anbieten oder einfach in der Nachbarschaft sich gegenseitig unterstützen oder ähnliches. Und da muss man auch schauen, habe ich diese finanziellen Mittel oder habe ich sie nicht und wie bekomme ich sie auch her? Also wie verdiene ich zum Beispiel mein Geld? Dann der andere Punkt ist auch zum Beispiel Sprache. Sollte auch wichtig sein, dass man die Grundlagen von der Sprache, wo man hingeht, vielleicht etwas beherrscht, damit man es vielleicht nicht ganz so anstrengend hat am Anfang. Das ist zum Beispiel meine Empfehlung. Also vor allem die Sprachen Richtung Asien, sage ich mal, so Ungarisch, Russisch oder ähnliches, sind recht schwere Sprachen, die auch eine gewisse Zeit vielleicht auch benötigen, um gelernt zu werden. Ich würde jetzt halt ohne Kenntnisse da einfach in ein anderes Land gehen und da was versuchen aufzubauen. Kann schon recht interessant sein, wird aber auch schwierig. Also von da schaut, dass ihr die Grundkenntnisse von der Sprache habt, zumindest Englisch. Aber meist bei den meisten ländlichen Regionen ist das auch schon bei den älteren Menschen auch vielleicht eher problematisch. Und sonst habt ihr vielleicht noch familiäre Angelegenheiten bei euch, zum Beispiel in Deutschland. Und dann auch noch die Sache, wenn ihr zum Beispiel Kinder habt oder Nachwuchs, sage ich mal eher, weil Kinder ist auch wieder so ein Begriff, den ich eigentlich ungern nutze, also Nachwuchs, die machen ja auch, müssen ja auch irgendwie unterhalten werden bzw. beschäftigt werden, die machen ja auch zum Teil, wie es hier, machen auch, was sie wollen manchmal oder worauf sie Lust haben, ist natürlich schön, diese kindliche Kreativität, dieses Spielerische, aber die müssen halt sich auch auf dieses Selbstversorgerleben, ja, auch mit einstellen können. Das wird dann auch nochmal zusätzlich erschwert. Also das sind da auch solche Faktoren, die sehr umfassend sind, die man auch mit berücksichtigen sollte. Und da gibt es bestimmt noch viel mehr Punkte, die da mit einfließen. Also abschließend kann ich einfach nur sagen, dass es einige Punkte gibt, die zu berücksichtigen sind. Und es ist halt einfach wichtig, sich darüber auch Gedanken zu machen und zu schauen, welche Fähigkeiten auch man mitbringt und welche man mitbringen sollte. Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, das sind für mich ganz klar solche Sachen, die man zum Beispiel als Selbstständiger oder jemand, der ein Unternehmen gründet, auch mitbringen sollte. Also selbstständiges Arbeiten, selbstständiges Denken, Organisieren und so weiter und so fort. Und ein wichtiger Punkt ist halt einfach, eignet euch auch die Grundkenntnisse zum Beispiel vom Gärtnern an. Also als Selbstständig macht man sich nicht in der Regel, wenn man keine Grundkenntnisse hat, sondern weil man die Grundkenntnisse hat, macht man sich selbstständig, weil keiner macht eine Schreinerei zum Beispiel auf, obwohl er nicht schreinern kann und sagt dann ja, wenn ich die Aufträge bekomme, dann lerne ich das irgendwie oder übe es halt dann, während ich mich selbstständig gemacht habe, dann werdet ihr normalerweise in der Regel keine Kunden bekommen. Und das Gleiche könnt ihr auch in dem Auswandern bzw. auch einen Aufbau von einem Hektar oder ähnliches für die Selbstversorgung mit berücksichtigen. Sucht euch Erfahrungen, geht zu irgendwelchen Leuten, die bereits eine Permakultur haben, schaut euch an, hilft bei denen mit, hilft bei einem Bio-Bauernhof aus und sammelt euch einfach die Erfahrungen. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Bucht zum Beispiel Kurse, wie zum Beispiel von mir mit meiner 42-Tage-Challenge in die Permakultur zum Beispiel oder ein Coaching von mir, berate ich euch auch gerne, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Erstmal elegant Werbung verpackt. Und ja, nehmt euch einfach Zeit und
ja, schaut, dass ihr alles wohl überlegt auch macht. Ich möchte auch sagen, dass das jetzt hier alles meine Sichtweise, meine Empfehlungen und Ratschläge sind. Die müsst ihr nicht anwenden, die sind auch nicht wunderbar. Ihr könnt auch gerne sozusagen ins kalte Wasser springen und so auch eure eigenen Erfahrungen machen. Ist natürlich auch berechtigt, habe ich am Anfang auch gemacht. So lernt man natürlich auch aus seinen eigenen Erfahrungen. Aber da auch wieder, seid fehlertolerant, habt Ausdauer, habt Disziplin und tut, wenn Rückschläge kommen, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Das sind auch so zum Beispiel wichtige Eigenschaften. Und ja, wie gesagt, ich finde es super, wenn es viele machen, aber man sollte auch das ganze Bild im Auge haben, wie es wirklich ist und nicht sich irgendwie eine schöne, heile Welt irgendwie schönreden mit der rosa-roten Brille, sondern einfach so ist es. Es kann anstrengend sein, es gibt Schattenseiten der Selbstversorgung und die sollte man auch wirklich mit berücksichtigen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr es zum Beispiel seht, ob ihr zum Beispiel auch schon Auswanderpläne habt, ob ihr ausgewandert seid, welche Erfahrungen ihr dabei gemacht habt und so weiter und so fort. Gerne in die Kommentare schreiben, können wir auch gerne diskutieren, würde mich sehr freuen. Und sonst findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt oder zum Beispiel zu meinen Kursen unten in der Videobeschreibung. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunde zum Beispiel habt, die auch vorhaben auszuwandern, ihnen dieses Video zu zeigen, damit sie vielleicht solche neuen Impulse auch im Hinterkopf bekommen und natürlich auch das Video an andere Menschen auch teilen und verbreiten, ist sehr gerne gewünscht. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.